Herr Moring, die CDU-Fraktion hat in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause hier einen Antrag zur Änderung der Thüringer Verfassung eingebracht. Damit sollen sogenannte fakultative Referenden ermöglicht werden. Das ist ein ganz schönes Wortmonster, aber es geht im Kern um direkte Demokratie, es geht um Bürgerbegehren und es geht um Volksentscheide. Was soll da ganz genau passieren? Wir schlagen vor, dass die Bürger künftig das letzte Wort haben sollen bei Gesetzen, die im Landtag beschlossen werden. Und das Ganze soll so funktionieren, dass die Bürger 100 Tage Zeit haben nach Verabschiedung eines Gesetzes hier im Landtag. Wenn sie 50.000 Unterschriften sammeln, dann erzwingen sie einen Volksentscheid und dann entscheidet das Volk abschließend über das vom Landtag beschlossene Gesetz. Und ich glaube, es ist eine gute Ergänzung der repräsentativen Demokratie, wo die Bürger die Möglichkeit eingeräumt wird, wenn sie es denn wollen, selber das letzte Wort zu haben. Und wir werden in der Sommerklausur im August ein Durchführungsgesetz beraten und das der Öffentlichkeit vorstellen und dann breiter Diskussion in Symposien für diesen Vorschlag werben, der ein Vorreiter wäre in Deutschland. Und es wäre erstmalig so, dass in einer Landesverfassung fakultative Referenden eingeführt würden. Mhm. Nun stand die CDU der direkten Demokratie bisher sehr skeptisch gegenüber. Auch Sie persönlich haben gesagt, naja, dafür werden Parlamentarier gewählt, dafür sitzen die im Landtag und sind vom Volk gewählt und sollen dann auch die Entscheidungen treffen. Und wenn das nicht so ist, wie das Volk es sich wünscht, dann kann man ja bei den nächsten Wahlen auch dann anders entscheiden. Wie kommt dieser Sinneswandel jetzt zustande? Na, wir bleiben ja dabei, dass wir sagen, das Herzstück unserer Demokratie ist die repräsentative Demokratie im Parlament. Aber sie verträgt sehr wohl und sehr gut direktdemokratische Elemente. Und wir haben ja den Bürgerantrag, den Bürgerentscheid, das Bürgerbegehren, Volksentscheid schon fest verankert in der Kommunalordnung und in der Verfassung. Und jetzt haben wir aber erlebt einen kommunikativen Totalausfall von Rot-Rot-Grün bei der Debatte um Gebietsreform. Die Bürger werden nicht mitgenommen, es wird ein Schweinsgalopp, das Gesetz durchgepeitscht und die Kommunen bleiben außen vor. Und ich glaube, das war für uns der Anlass, über diese Änderung der Verfassung nachzudenken. Aber der Grund ist die politische Situation in Deutschland. Die starken Ränder, die Extreme ganz links, ganz rechts, die Enttäuschung, die Frustration mit dem politischen System durch die Bürger. Und ich glaube, wir müssen den Menschen etwas anbieten, dass sie auch zwischen den Wahlen stärker die Möglichkeit haben, an den politischen Prozessen beteiligt zu sein. Und ich glaube, die fakultativen Referenden, die es in der Schweiz gibt und sehr erfolgreich angewendet wurden, könnten eine Antwort auf dieses Problem sein. Wird da die Arbeit der Gesetzgeber durch diese nachträgliche Ablehnung nicht völlig entwertet? Nein, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall, weil es das Parlament zu mehr Sorgfalt zwingt, zu mehr Kommunikation und eben aber auch sich dafür Zeit zu nehmen, den Menschen zu erklären, was die Politik da veranstaltet und warum ein bestimmtes Gesetz auf den Weg gebracht werden muss. Und das tut dem Parlament gut, das tut der Demokratie gut und man gibt den Leuten eine Möglichkeit an die Hand, an den Prozessen wirklich beteiligt zu sein, auch zwischen den Wahlen aktiv am politischen Geschehen teilzunehmen. Und wenn die politischen Verantwortlichen gezwungen werden, Politik mehr zu erklären, dann erfüllt das, glaube ich, eine gute Erwartung, die die Menschen an Politik haben. Mhm. Ist das Thema jetzt eher ein Marketingprojekt unter Mike Moring oder wird das demnächst auch zum Markenkern der CDU hier in Thüringen gehören? Wir sind ja in unserer Oppositionsrolle in einer neuen Perspektive und sehen plötzlich, was andere falsch machen, wenn sie regieren. Und deswegen ist unser Vorschlag ein Thema für diese Wahlperiode. Wir setzen darauf, dass die Verfassungsänderung vor der Gebietsreform auf den Weg gebracht wird, damit die Bürger auch ein Instrument haben, sich gegen die Gebietsreform zu wehren. Wenn aber Rot-Rot-Grün auf Zeit spielen sollte, dann bleibt das unser Thema und wird definitiv sich auch im Wahlprogramm für 2019 wiederfinden. Wir glauben daran, dass dieses neue Instrument fakultativer Referenden ein Thema für Thüringen ist, aber auch unser Thema für diese Wahlperiode. Herr Moring, vielen Dank. Die weiteren Themen unserer Sommerinterviews werden die Gebietsreform sein, die Bildungspolitik im Land und natürlich auch die innere Sicherheit. Wir sagen vielen Dank für Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine gute Zeit.